Das ist der Ultraglide von Salomon. Ein Trailschuh. Natürlich ein Trailschuh, denn Salomon ist schließlich Marktführer, was das Thema Trailschuhe angeht. Aber mit dem Ultraglide erschließt sich Salomon so ein bisschen ein neues Terrain. Denn dieser Schuh ist sehr viel komfortabler, weicher als alle anderen Salomon-Modelle. Bevor ich zum Test komme, die wichtigsten Fakten im Überblick. Der Schuh hat eine Sprengung von 6 mm. Er wiegt erstaunlich geringe 260 Gramm in Mustergröße Herren und 220 Gramm Mustergröße Damen. Er kostet 140 Euro regulärer Preis. Was fällt an ihm auf? Zunächst zur Passform. Er ist auf einen etwas breiteren Leisten, als es normalerweise gewohnt ist, von Salomon gearbeitet. Das spürt man speziell, wenn man reinschlüpft vorne im Zehenbereich. Also die Zehen haben sehr viel Platz. Das bedingt auch etwas mehr Komfort im Vorfußbereich, aber eben auch in der Abdruckphase mehr Stabilität. Die Zehen können besser greifen. Eine Besonderheit bei der Passform sind diese kleinen Sense Fit Wings, mit denen man hier über das Schnürsystem sehr gut Halt im Mittelfußbereich und vom rund um den Knöchel erwirken kann. Also hier diese Ösenflügelchen, die ziehen hier das Material im Schaft rund um den Mittelfuß. Das ist wunderbar. Das Obermaterial ist ein 3D-Mesh-Obermaterial, nennt sich das. Das ist sehr atmungsaktiv eigentlich. Passform sehr angenehm, also der Stoff ist sehr angenehm. Hat ganz viele, wie man sieht, so Gummibesätze, die Robustheit, Haltbarkeit des Materials natürlich verstärken. Auffällig ist natürlich auch noch hier außenrum im Schaft dieser starke Gummibesatz, der ansetzt auf der Zwischensohle, rundum führt um den Schuh und vor sowohl Steinen, Ästen, wie natürlich auch Feuchtigkeit schützt. Das Schnürsystem ist bekannt von Salomon, ein Schnellschnürsystem, Quick Lace System nennt sich das. Also man zieht hier oben dran und der Schuh schnürt sich runter. Ich muss allerdings da sagen, es lohnt sich auch bei diesem Schnellschnürsystem jede einzelne Öse so ein bisschen einmal nachzuziehen. Also so mit einem Ruck funktioniert das bei mir auf jeden Fall nur bedingt. Hat sich trotzdem bewährt. Das Besondere auch noch, man verstaut dann hier das, was übrig bleibt von dem Schnürsenkel hier oben in dieser Tasche. Dazu zieht man hier an diesem kleinen Riemen, eröffnet sich die Tasche und dann fügt man das hier ein. Ist ein typisches Kennzeichen, diese Tasche hier oben an der Zunge von Salomon auch. Wunderbar. Das Herz des Schuhs, wie bei jedem Schuh, ist die Zwischensohle. Die Zwischensohle ist eben auch das, was diesen Schuh in der Salomon Range so besonders macht. Sie ist aus einem, Salomon nennt das Energy Surge Foam, gearbeitet. Das ist ein EVA-Material, was besonders eben weich ist. Es ist auch erstaunlich reaktiv und es hat ge ein geringes Gewicht. Und das führt eben zu diesem sehr, sehr gut gedämpften, ich habe es im Anfang, komfortablen Laufgefühl. Die Sohle ist ansonsten, wie man sieht, auch recht volumig. Also hinten stecken immerhin 38 mm Sohlendicke drin und vorne 32 mm. Und der Schuh ist auch in leichter Rockerkonstruktion, also minimal in dieser Wippkonstruktion gearbeitet. Das bringt dann beim Laufgefühl tatsächlich zu dem komfortablen Laufgefühl dann doch auch eine erstaunliche Dynamik.
Das kann man eindeutig spüren, vor allen Dingen dann, wenn man auf festeren Untergründen mit dem Schuh läuft. Die Außensohle hat eine Stollentiefe von 4 mm, nennt sich All-Terrain Contact Grip Sohle, und das All-Terrain ist so das Entscheidende. Also diese Außensohle ist tatsächlich für alle Terrains gemacht. Von nass bis trocken bin ich mit dem Schuh wunderbar gelaufen, von tiefem Untergrund bis zu festem Untergrund. Das ließ sich alles mit dem Schuh problemlos bewältigen. Fazit: Ich habe diesen Schuh deswegen vor allen Dingen sehr, sehr geliebt, weil ich bin ein All-Terrain-Läufer. Ich bin nicht der, der nur Trails läuft. Ich laufe sehr, sehr häufig über Straßenpassagen in den Park und von dem Park auf den Trail und das Ganze wieder zurück. Und da ist dieser Schuh wirklich der allerbeste Begleiter. Es ist ein Schuh, definitiv, das habe ich auch gemerkt, der für Dauerläufe geeignet ist. Da allerdings für alle Dauerlauftempi. Ich habe mit dem kurze, zügige Dauerläufe gemacht. Ich habe mit ihm auch längere, langsame, also bis maximal habe ich geguckt, 1 Stunde 40 bin ich mit ihm gelaufen, längere, langsame Läufe gemacht. Passte alles wunderbar. Ganz wichtig, für die ganz, ganz schnellen Läufe fand ich ihn nicht so geeignet. Da gibt es definitiv auch von Salomon geeignetere Schuhe. Er ist ein Schuh, den ich auch unbedingt nur Neutralfußläufern empfehlen würde, hat also keine speziellen Stabilitätselemente. Und es ist aber dann auch ein Schuh, den ich vom Laufeinsteiger bis zum Laufprofi jedem ans Herz legen kann.